Hallo ihr Lieben, ich bin Markus von Oskian Tourfotografie und mit meiner Frau Regula leben und arbeiten wir seit 2013 in unserem Wohnmobil, wo ihr einen kleinen Ausschnitt davon seht. 10 Jahre unserer abenteuerlichen Reise hat Regula jetzt zusammengefasst und daraus ist dieses Buch entstanden. 10 Jahre auf 4 Rädern, Leben und Arbeiten auf 16 Quadratmetern. Kaum vorstellbar für viele, aber für uns ist es unsere Welt, unser Zuhause, da wo wir uns wohlfühlen. Einen kleinen Vorgeschmack gibt der Klappentext von unserem Buch. Von ganz normal zu ein bisschen verrückt. Es ist 13 Jahre her. Da fiel Markus ein gelber VW-Bus auf. Er war mit Blümchen bemalt, hatte rot karierte Vorhänge und animierte Markus dazu, seine Freundin Regula eine kleine Geschichte zu schreiben. Stell dir vor, wir hätten einen VW-Bus, könnten einsteigen und losfahren. Irgendwohin in den Süden an den Strand und den Sonnenuntergang genießen. Solange wir Lust haben, einfach frei. Eine lustige, romantische Vorstellung. Markus hatte als Informatiker ein eigenes Geschäft. Regula arbeitete in einem Detailhandelsgeschäft. Alles geregelt, abgesichert, vorhersehbar. Ein Gespräch stellte jedoch alles auf den Kopf. Wir erzählen unsere Geschichte von 10 Jahren Leben und Arbeiten im Wohnmobil für alle, die sich Gedanken machen und eine andere Lebensweise suchen. Unsere Geschichte soll Mut machen, etwas zu wagen, seinen Traum zu leben. Regula und Markus lernen sich 2011 kennen, seit 2013 leben, reisen und arbeiten die zwei im Wohnmobil. Es brauchte tatsächlich einiges, bis es soweit war und unser Wohnmobil unser eigen war. Eingeräumt, organisiert, von vielem getrennt, was wir hatten und was wir nicht mehr brauchen würden. Jahr 1, das große Ziel. Der Start verläuft alles andere als gut. Mit dem Händler war ausgemacht, dass wir eine europataugliche Gaslösung brauchen. Bei der Abholung sind ganz normale Schweizer Gasflaschen drin. Am 7. März soll nun die Umrüstung auf Autogasflaschen über die Bühne gehen. Abschiedstour. Vorher kommt die große Abschiedstour. Meine Kinder Sarah und Matthias kommen vorbei. Matthias wird künftig unsere Briefkastenadresse, weil wir abgemeldet sind. Auch Max, der Mann meiner verstorbenen Mutter, wünscht uns alles Gute. Bei den Eltern von Markus in Bern stellen wir 3 große Rückkehrkisten ein. Und dann geht es ins Tessin, nach Arnio, auf den Campingplatz. Die Gasgeschichte zieht sich. Es dauert noch mal eine Woche länger, die wir im Schwarzwald verfahren. Mitte Monat klappt es endlich. Die Flaschen sind montiert und wir können nun ganz legal Autogas tanken. Mit neuem Mut starten wir Richtung Norden. Noch sind wir etwas planlos unterwegs. Das Ziel wäre doch das Nordkap. Trotzdem landen wir erstmal in München, im Hofbräuhaus. Hier allerdings beginnt es zu schneien und wir flüchten panisch Richtung Süden. Schließlich haben wir auf das Winterpaket doppelte Isolierung, Bodenheizung, Abwasserheizung etc. für Oski verzichtet. Anfänger halt. Aber zu diesem Zeitpunkt ist uns dies noch nicht bewusst. Sowieso ist für mich jetzt alles sehr unsortiert, planlos. Unendliche Stimmungsschwankungen quälen mich. Von grenzenlosem Freiheitsgefühl bis hin zu ebenso grenzenlosem Zweifel, haben wir das Richtige getan? Die Sicherheit aufgegeben für ein Leben ohne Wissen, was kommt und wie es weitergeht. Die Geduld von Markus wird auf eine harte Probe gestellt.
Und doch ist er immer guten Mutes, nimmt mich in den Arm, beteuert, dass alles gut wird, wie recht er doch hatte und hat. Das erste Abendessen erspielt. Rasant sind wir unterwegs. Jeden Tag machen wir 200 bis 300 Kilometer. Aber schnell weiter über den Brenner, dem Gardasee entgegen. In Monica del Garda stellen wir auf einem Campingplatz ab. Hier verdient Markus für uns eine Pizza und ein Bier im Restaurant mit Alphorn und Trompetenspiel. Es ist das erste Abendessen, aber es wird nicht das einzige bleiben. Als nächstes besuchen wir Sirmione. Und wenn wir schon hier sind, wollen wir auch Venedig sehen. Zwar hat man es schon gesehen, die schwimmende Stadt, den Canale Grande, den Markusplatz, jedoch noch nicht in echt. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Wenn man nämlich etwas genauer und vor allem hinter die Kulissen schaut, sieht man den Alltag dieser Stadt. Der Müll wird mit Handkarren eingesammelt und zum Canale gebracht, wo er von einem Schiff abgeholt wird. Die Häuser sind bis auf eine Höhe von 1,5 Meter feucht, dem Zerfall nahe. Im touristischen Teil ist alles glamourös saniert, restauriert, prunkvoll gestaltet und teuer. Venedig sehen und sterben, vielleicht etwas übertrieben, aber es ist allemal eine sehr beeindruckende Stadt. Enge Straßen und Entschleunigen. Der Küste entlang geht es durch das Po-Delta, immer wieder lange Brücken übers Meer oder dem Damm entlang, unterhalb des Wasserspiegels. Für uns ganz neue Erlebnisse. Im Lido delle Nazione machen wir schnell eine Weltreise, denn jede Straße im Ort trägt den Namen eines Landes. Es folgen noch einige bekannte Strände, wo man in Urlaub fährt, so auch Rimini. Scheinbar endlos erstrecken sich die weißen, menschenleeren Sandstrände vor uns. Glücklich genießen wir diese Einsamkeit im April und stellen uns mit Grausen die Hochsaison vor. Liegestuhl an Liegestuhl. Sonnenschirm an Sonnenschirm. Und der erste Sonnenaufgang aus dem Meer. Wunderbar, als würde er nur für uns stattfinden. Nach einem Monat komme auch ich langsam an in Oskomanien, lerne, dass wir nicht hetzen müssen. Die Fahrt von der Küste nach der Republik San Marino fordert Oski und Markus ziemlich. Enge, kurvige Straßen schlängeln sich den Berg empor. Doch die Strapazen lohnen sich, die Aussicht rundherum ist wunderbar. Hoch auf den Felsen des Cento Storico, das mit seinen Gassen, Treppen und Mauern allein schon eine Reise wert ist. Einige enge, steile Pässe und landschaftlich wunderschöne Orte führen uns über Florenz und Pisa an die Westküste, ans Ligurische Meer. Ciao Italia! In Genua wollen wir uns am Hafen umschauen. Wie erwartet gibt es aber weder einen Stellplatz in der Nähe und erst recht keinen Oski-tauglichen Parkplatz. Dies werden wir noch des Öfteren erleben. Also rauschen wir weiter nach Aquiterme, wo wir meinen Vater treffen. Nach den Worten, schön, dass ihr da wart und schön, wenn ihr wieder geht, am Abend brechen wir am nächsten Morgen auf. Bis heute haben wir ihn nicht wieder gesehen. Nach Milano steuern wir die Autorennstrecke in Monza an. Das Glück ist uns hold. Es finden Testfahrten von Audi statt, die wir fasziniert beobachten. 3 Stunden später kommen wir auf den Parkplatz zurück. Die Tür von Oski ist nicht ganz zu. Es ist eingebrochen worden. Und das am Tag 55 OZR, oskomanische Zeitrechnung. Sofort erstatten wir Anzeige, die nicht sehr erfolgsversprechend verläuft. Der Polizist belächelt uns als reiche Schweizer. Anschließend wollen wir nur noch in die Schweiz. Auf dem Campingplatz in Agno waschen wir erstmal alles, was da aus den Schränken rausgerissen wurde. Hier sind wir in Sicherheit.
Hier lecken wir unsere Wunden. Unsere Versicherung übernimmt zum Glück die Neuanschaffung von Laptop und Fotokamera. Und mit einem Seelenknacks müssen wir selber zurechtkommen. Nach 5 Tagen und endlosen Gesprächen wagen wir es, weiterzuziehen. Entweder wir schaffen es oder wir brechen das Abenteuer jetzt schon wieder ab. Es geht sich nicht so schlecht an. Nachdem bei Bürstner in Kiel das Schloss an der Tür ausgewechselt wird, fühlen wir uns wieder sicherer und sind bereit für nächste Abenteuer. We are back on the road again. So hat also unser erstes Jahr begonnen. Schon zu Beginn Abenteuer pur. Erst Gas, dann Einbruch und der große Traum vom Nordkap. Und jetzt seid ihr dran. Wie gefällt euch diese Geschichte? Schreibt's gerne in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Und lasst uns in den Kommentaren wissen, ob ihr noch mehr hören möchtet. Und wenn wir euch schon jetzt lustig gemacht haben auf das Buch, ihr findet den Link in der Videobeschreibung. Bis bald, euer Markus von Oskion Tourfotografie. Und tschüss.